Lymphedendorf, Experten im Gespräch. Heute Dr. Sabine Stüting. Thema: Möglichkeiten und Grenzen der stationären konservativen Lipödem-Therapie. Warum wird die konservative Lipödem-Therapie in Ihrer Klinik stationär durchgeführt? In meiner Tätigkeit als Oberärztin für die Lymphologie leite ich zum einen eine Sprechstunde, in der Patienten mit lymphologischen Problemen sich vorstellen können. Wir machen dort Erstuntersuchungen, leiten weitere Untersuchungen ein und führen in der Regel auch die Behandlung ambulant durch. Nun gibt es auch Patienten, die sind zu der ambulanten Behandlung nicht geeignet oder die Bedingungen stimmen nicht. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Und deshalb haben wir angefangen, Patienten auch stationär zu behandeln im Rahmen einer Krankenhausbehandlung. Und so haben wir ein Konzept erarbeitet mit unseren Physiotherapeuten zusammen, die ja hauptsächliches Therapiemittel sind, wenn man so möchte, und haben ein Konzept entworfen über 12 Tage, das heißt knapp 2 Wochen Krankenhausaufenthalt, in dem wir die sogenannte komplexe physikalische Entstauung im Stadium 1 durchführen, Phase 1. Das heißt, dass wir unter stationären Bedingungen intensiver arbeiten können als sonst ambulant. Wir haben also 2 Behandlungseinheiten pro Tag mit der manuellen Lymphdrainage und der anschließenden Kompressionsbandagierung. Und haben da natürlich auch den Vorteil, dass wir die Kompressionsbandagierung sehr viel engagierter vorantreiben können, wenn der Patient sonst eben nicht in seinen Alltagsbedingungen steckt. Das heißt, er kann sich in der Zeit komplett konzentrieren auf das, worum es geht, nämlich die Entstauung von Extremitäten, Armen oder Beinen. Alle 4 Extremitäten gleichzeitig kann man nicht entstauen, weil das dann einfach von der Kreislaufbelastung zu viel wird. Ja, und so arbeiten wir uns voran und kommen mit diesen 12 Tagen eigentlich ganz gut weit. Schaffen das in der Regel auch, dass die Patienten mit einer dann auch ganz gut sitzenden Kompressionsversorgung entlassen werden können. Und nach dieser Vorarbeit, dieser intensiven Phase, ist es dann den Patienten in der Regel möglich, dieses gute Ergebnis auch über lange Zeit zu halten mit einem deutlich geringeren Aufwand hinterher. Welche Patienten konkret sind für die stationäre Behandlung geeignet? Das sind Patienten, die zum Beispiel schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Patienten, die einen nicht ganz gut eingestellten hohen Blutdruck haben. Und es gibt ja immer welche, die trotz meinetwegen auch nach 4er-Kombination an Medikamenten immer noch hohe Werte haben, Beschwerden haben. Und natürlich ist so eine Entstauung von beiden Beinen auch schwierig für Leute, die jetzt stark eingeschränkt sind, was das Gehen einfach anbetrifft. Ja, also wer gehbehindert ist und dann noch Verbände an den Beinen hat, der passt in seine normalen Schuhe nicht mehr rein, der kann sich nicht mehr richtig bewegen, so wie er es vorher vielleicht gerade noch konnte, und der ist dann auch erheblich sturzgefährdet. Das sind auch so Punkte. Patienten, die neurologische Veränderungen haben, also einen Schlaganfall hatten, noch leichte Restunsicherheiten hatten oder auch sogar komplette Lähmungen haben, fallen auch darunter. Patienten, die vielleicht auch einfach nur etwas aufsichtsbedürftiger sind, sind das zum Teil auch. Das heißt, wir haben manchmal auch Patienten, die zum Beispiel aufgrund einer geistigen Behinderung oder einer seelischen Erkrankung das zu Hause nicht schaffen können. Ja? Das sind so die Patienten, die ich am geeignetsten finde für die stationäre Behandlung. Und leider muss man feststellen, dass viele Patienten das nicht durchführen können. Und zwar einfach nur deshalb, weil es in der Umgebung niemanden gibt, der das mit ihnen machen könnte. Und das ist auch eine Situation, die wir leider sehr oft finden, wo wir die Patienten ermutigen und unterstützen, dass es ambulant klappt. Aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Und da muss man sagen, was ist jetzt die Alternative? Ja? Lassen wir den Patienten unversorgt oder nehmen wir den auf und versuchen uns dann nach Möglichkeit so zu entscheiden, dass wir ihm noch helfen können. Und das heißt auch stationärer Aufenthalt. Welche Vorteile haben Patienten, die eine Therapie stationär durchführen lassen? Alle Leute, die da sind, wissen, worum es geht. Die verstehen das, die wissen, was auf mich zukommt, die haben zumindest eine Ahnung, was ich hinter mir habe, und es sind vielleicht auch noch Patienten da, die das Gleiche haben wie ich. Das alleine wirkt schon irgendwie ganz auffällig entlastend für die Patienten. Und wir können durch die komplexe physikalische Entstauung wesentliche Beschwerdeerleichterung bewirken. Das heißt, die Schmerzen können sich halbieren, die Patienten sind zufriedener. Sie sind dann auch in der Lage, weil sie entsprechend geschult sind, selber mit den Beschwerden, die sie haben, umzugehen und lernen auch, was sie selber tun können, damit sie nicht passiv dem Ganzen nur ausgeliefert sind. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich etwas selber managen kann, dann bin ich wieder Herr im eigenen Körper. Und das ist genau so ein Punkt, den Lipödem-Patienten oft vermissen. Die beobachten, es verändert sich was, keiner weiß, was es ist. Es wird immer vielleicht unförmiger, ich werde vielleicht auch angestarrt, ich habe Beschwerden, man kann mir nicht sagen, was es ist, man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem Alien vielleicht. Ja? Und das ist ein Punkt, der ganz entscheidend gebessert werden kann. Wie kann man mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um sich für die Therapie anzumelden? Also wir haben eine Sprechstunde, für die wir ganz normal Termine vergeben auf Überweisung. Die Überweisung kann von jedem Arzt sein, ob das jetzt ein Chirurg ist, ein Hausarzt, ein Gynäkologe, was auch immer. Und vergeben dann Termine. Da haben wir es so, dass wir relativ lange Wartezeiten haben.
Wir nehmen Patienten auch stationär auf und müssen da immer so ein bisschen vorsortieren. Wenn wir die vorher nicht selber gesehen haben, muss man ja sagen, okay, passt das überhaupt? Ja, sonst muss ich Patienten am nächsten Tag nach Hause schicken, das wäre ja blöd. Also machen wir auch ganz viel, ich sage immer so ein bisschen Telemedizin dazu. Das heißt, Patienten melden an und sagen, ich hätte Interesse oder mein Hausarzt hat gesagt, mein Physiotherapeut hat gesagt, vielleicht sollte ich das mal machen. Ich habe Ihnen mal meine Unterlagen zusammengestellt. Und dann gucke ich mir das an und sage, okay, das ist eindeutig, das können wir auf jeden Fall, ohne vorher uns getroffen zu haben, begründen, dass wir sie stationär aufnehmen. Und wo ich sage, das ist im Zweifel und vielleicht muss man doch an was anderes denken oder vielleicht noch was versuchen, dann ist es in der Regel so, dass wir sagen, naja, dann schauen Sie vielleicht noch mal erst in der Sprechstunde vorbei. Und da sind wir übers Telefon ganz einfach zu erreichen. Das ist dann die Sprechstunde in Rheine, ist 05971 421338. Und was zu viel Verwirrung führt, ist, dass die stationäre Behandlung an einem ganz anderen Ort ist. Wir sind eben an Klinikverbund mit verschiedenen Standorten. Und dazwischen liegen 20 Kilometer, also ganz fatal, wenn Patienten für die Sprechstunde kommen und an dem falschen Ort sind. Denn dann kommen sie so schnell gar nicht da weg. Also ganz wichtig zu unterscheiden, Sprechstunde in Rheine und Klinik in Ochtrup.